Die plakativen Schlagzeilen sind relativ klar. Geld trifft auf Tradition. Aber der Aufsteiger aus Leipzig, der ist schon ganz gut drauf. Unter der Woche gab es nämlich ein schickes 2:1 im Testspiel gegen den großen SV Werder Bremen mit Toren von Timo Röttger und Carsten Kammlott. Werder allerdings 70 Minuten eher mit einer B11 unterwegs. Aber das gibt ja trotzdem Mut für dieses schwere und wichtige Spiel gegen die eingespielten Münsteraner Reiko Richter. Und weil das so wichtig ist, das Spiel, wollte einer ganz perfekte Bedingungen. RB-Sportdirektor Ralf Rangnick wollte das Spiel wegen der Hitze auf 18 Uhr verlegen lassen. Der DFB winkte aber ab. So müssen beide Teams auch hier bei knapp 40 Grad ran. Und beide setzen auf die erfolgreichen Aufstellungen des ersten Spieltages. Leipzig in Weiß-Rot mit überfallartigem Beginn. Frahn, der Siegtorschütze des Drittliga-Eröffnungsspiels vergangene Woche in Halle. Paulsen. Und Massuch. Josef Paulsen mit 600.000 Euro, der teuerste Einkauf der Liga in der Sommerpause. Der Däne flink, aber im Abschluss noch nicht mit der Qualität seines Sturmpartners Frahn. Rasenballsport mit gutem Pressing und schneller Eroberung. Fandrich sofort in die Schnittstelle. Frahn Zweikampfsieger und Torschütze. 1:0 Leipzig, 6. Minute. Der Aufsteiger führt und wieder ist es Daniel Frahn. Mit der Topquote sein 63. Tor im 93. Spiel für RB. Er schließt aus allen Situationen ab mit Präzision. Da darf man sich dann auch mal erfrischen. 4 Trinkpausen hat der Schiedsrichter zusätzlich gestattet. Münsters bulgarischer Trainer Pavel Dotschev, dem gefällt eigentlich dieses Schwarzmeerwetter, das Spiel seiner Preußen aber überhaupt nicht. Weil zu fehlerhaft. Christian Müller darf ungestört flanken. Hoheneder und erneut Frahn. Nicht wirklich attackiert. Schöne Einlage Franz. Kurz vor der Pause doch noch einmal die Gäste. Siegert allein. Allein gegen alle. Und erfolgreich. Benjamin Siegert mit dem schmeichelhaften Ausgleich. Wenn nichts geht, dann geht's halt mit dem Kopf durch die Wand. Leipzigs Innenverteidiger rücken nicht heraus, spielen dann Bande. Glücklich, aber belohnt für die unkonventionelle Aktion mit dem Außenriss. Benjamin Siegert, 1:1 der Pausenstand. Leipzig kommt wieder schwungvoll aus der Kabine. Und wieder ist Frahn anspielbereit. Den bekommen sie nicht zu fassen. Drei Münsteraner zu passiv. Nach einer Stunde hat sich das Spiel beruhigt. Alexander Zorniger, Mann, haben sich ausgetobt. Jetzt ist es ein Belauern. Warten auf Fehler des Gegners. Mit den Kräften haushalten. Die Hitze lässt kaum Tempo-Fußball zu. Oder doch, Kammlott im 1:1 löst er. Schulz, der war nicht mehr ganz so schwer. 2:1, Bastian Schulz. Aber der frische Carsten Kammlott mit seinem Grundliniendurchbruch und dann mit der Übersicht klassisch in den Rücken der Abwehr. Und Schulz macht dann solide seinen Job zu Ende. Münster wie in Durchgang 1 nur reagieren. Kaum Aktionen. Aber auch da hatte ja eine Chance gereicht zum Ausgleich. Hergesell versucht die Flanke, schafft es. Und am langen Pfosten der eingewechselte Krone. 2:2. Rocky, wie sie ihn rufen, schlägt eiskalt zu. Der Niederländer. Kein Abseits zuvor. Und Rochje Krone steht richtig und macht aus der zweiten echten Chance den zweiten Treffer. Effiziente Münsteraner holen einen Punkt. Für den forschen Aufsteiger wäre deutlich mehr drin gewesen. Aber weil Aufwand und Ertrag heute nicht im richtigen Verhältnis standen, bleibt es beim letztendlich schmeichelhaften Remis für Münster.